denn noch alles? Herzlich willkommen zurück auf dem Marktplatz in Korinnes. Wir haben gerade mit den Händlern hier einmal ein bisschen uns unterhalten und sind dann hier auf den Craig gestoßen, den Piraten, dem wir unsere Bauernkleidung vor den Toren der Stadt gegeben haben, dass er mit hier reinkommt. Also, der nascht hier schon ungefähr eine halbe Stunde lang Käse. Da werden wir ihn jetzt einfach mal dran unterbrechen und gucken, was er zu erzählen hat. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Klar. Dann isst mal deinen Käse weiter. So, wer bist du? Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Erzähl mir mal so außerhalb der Stadt. Was weißt du über Korinnes? Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinnes? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Okay, davon haben wir schon mal gehört. Das darfst du keinem erzählen. Was hast du denn so zu verhökern? Zeig mir das. Ach, auch Waffen. Mein Mann sieht das anders. Milizgürtel. Wer sagt denn sowas? Ledergürtel. Rohstahl. Das weiß doch inzwischen jeder. Ah, haben wir nicht genug Kohle für einen Gürtel. Egal. Aber wir tragen doch irgendeinen Gürtel, oder? Was tragen wir denn für einen? Ist doch ein Ledergürtel, oder? Nee, Gürtel der Kraft. Der macht uns kräftig. Was du nicht sagst. Hallo Magier. Daron. Was kann ich für dich? Ich will mich euch anschließen. Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Inus? Mich ein bisschen kuscheln. Etwas Gold für seine Kirche spenden. Kuscheln. Ich habe was anderes gehört. Ich muss mit den Paladinen sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Das will ich. Ja, und deinen Segen wollte ich haben. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ach, erzähl mir nicht sowas. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Gieriger Hamster, du. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Ich glaube da nicht dran. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Das will ich, und jetzt lass mich zu euch.
Was machst du hier eigentlich in der Stadt? Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Schlimme Zeiten sind das. Erzähl mir von Innos. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Das habe ich schon immer gesagt. Das darfst du keinem erzählen. Alter Prediger, du. So, jetzt haben wir zumindest beide Segen und du bist also ein Dieb. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Ich glaube da nicht dran. Na, wo rennst du denn hin? Du Buschi. Ich glaube, wir müssen gleich gegen den kämpfen. Machen wir mal hier ein sicherheitshalber Speicherung. Hüpf. Hüpf. Hab dich. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschone dich mit deinem Gejammer. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tu's auch nie wieder. Sehr gut, verpiss dich. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Aber du bist böse. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Okay. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Das klang interessant. Bin gespannt, wozu er gehört. Und ein Lederbeutel auf dem Dach. Und da haben wir den schicken Hafen von Kurinus. Schauen wir uns hier nochmal an. Herzlich willkommen im Hafenviertel. Und doch sehr schöne Texturen. Ich glaube, die sind durch so einen Patch, den ich installiert habe, haben die ein bisschen hochauflösende Texturen eingebaut. Hätten die aber auch für die Dings hier machen sollen, mal für die Rüstung und so ein Quatsch. Das wäre cool gewesen. Arbeiter, Arbeiter. Irgendjemand, der was zu sagen hat. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Chillen? Strandurlaub. Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Ja, doch. Ein bisschen Gemetzel und Menschengedärme überall. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Ja, ja, alles gut. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören.
Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Ja, ich erzähle noch ein bisschen was. Was ist denn so im Hafen? Oder erzähl du mir was. Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Nee, garantiert nicht. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben tausend Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Ja, es geht doch noch. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Na, ich denke nicht. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Na, schauen wir mal, den werden wir schon auftreiben, ausfindig machen. Na, wer sitzt denn hier? Der Jack. Und du bist, ich glaube, Kartenzeichner warst du, oder? Na, ja, sieht sehr nach Kartenzeichner aus. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Ja, recht hast du. Zeig mir deine Stadtkarte, Landkarte. Stadtkarte, Landkarte. Bei komm später. Beides nix Kohle für haben. Da hinten schwimmt ein riesiger Fisch. Ist das wirklich wahr? Hey. Hallo, Jack. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Ich hab was anderes gehört. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und hab so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Ja, das wäre schön. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Und dieser Hafen geht dem Grunde. Erzähl mir was über den Hafen.
Der Hafen von Korinnes ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, er ist kaputt. So wie die Stadt. Warum gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben Sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Mach ich, alter Mann. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schiet. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Das merkt man ja. Na gut, danke, alter Mann. Vielleicht brauche ich dich irgendwann mal wieder. Und? Laris. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, oder? Natürlich. Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen, kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Na super. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Natürlich, ich bin ein krasser Typ. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Ich hätte das anders gemacht. So einiges. Ich hätte das nicht gemacht. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, es soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ihr müsst es ja besser wissen. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Als ob ich nicht schon. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Was soll denn hier passieren? Was genau machst du hier im Hafen? Mich brauchst du das Darüber nicht. Kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Okay. Mich brauchst du wegen der verschwundenen Leute. Was weißt du denn so? Wegen der verschwundenen Leute. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Erzähl mir, was du weißt. William, einer der Fischer hier in Korinnes, war der Erste. Eines Tages kam er einfach nicht mehr nach Hause. Erst hatten wir vermutet, dass er mit seinem Boot draußen auf dem Meer einem dieser Seeungeheuer zum Opfer gefallen ist. Aber kurze Zeit später verschwanden noch mehr Bewohner der Stadt und Umgebung. Es scheint jedoch keine Methode dahinter zu stecken. Bisher sind alle völlig ratlos. So wie es aussieht, müssen wir abwarten, bis wir über einen Hinweis stolpern. Ist die Sache nicht eine Angelegenheit der Miliz? Die Miliz hat auch nichts drauf, wenn du mich fragst. Die kommen nie dahinter. Die verschwundenen Leute sind wie vom Erdboden verschluckt. Ja, das stimmt allerdings. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss unbedingt mit dem Paladin reden. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Sie werden es mir schon noch geben. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst.
Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Die Feuermagier. Die Feuermagier. Ich schätze, damit hatte Vatras nicht gerechnet. Sonst hätte er dich gar nicht erst zu mir geschickt. Wenn du ins Kloster willst, dann wird das teuer. Die Jungs lassen dich gar nicht erst rein, wenn du ihnen nicht einen Tribut zahlst. Und der Einzige, der daran was ändern könnte, ist Vatras selbst. Sprich am besten nochmal mit ihm drüber. Okay, das werden wir gleich machen. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen, mein Freund? Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich hab da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Erzähl mir mehr über den Ring und seine Söldner. Warum sind die hier? Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Die wollen dann das Erz wahrscheinlich. So. Erzähl mir nochmal was über das Ring des Wassers. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Aber im Gegensatz zu den Paladinen arbeiten wir im Hintergrund. Der Ring ist eine mächtige Waffe im Kampf gegen die Gefahren, die den Menschen von Corinis drohen. Aber das kann nur funktionieren, wenn wir geheim halten, wer alles zum Ring des Wassers gehört. Deshalb erhalt die Sache für dich. Klar. Das klang sehr unglaubwürdig. Erzähl mir über Lee und den Söldnern. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Ich wundere mich über Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Mich brauchst du nicht. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von welchem Schiff? Das Paladin-Schiff. Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Wie komme ich denn da zum Hof? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Meine Meinung Okay. Da hätten wir wieder ganz schön viel Information gesammelt, was das betrifft. Und den Hafen so leicht erkundet, zur Hälfte zumindest. Das da vorne sieht aus wie noch ein... Das da vorne ist, glaube ich, das Freudenhaus. Hier links noch die Hafenkneipe. Und das werden wir aber alles erst in der nächsten Episode von Gothic 2 erforschen und erkunden. Und sehen, was für schmuddelige Typen sich hier noch rumtreiben. Also bis zur nächsten Runde. Ciao. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit.